Okay, es geht rechts lang weiter. Jetzt wir ja auch mal machen können, kurz. Alle Haltestellen anzeigen. So. Vielleicht sehen wir irgendwo die Haltestelle Sportzentrum dann dabei. Dass wir irgendwo da in der Nähe vorbeifahren. Nur wir machen halt keinen Abstecher dahin. Oder die war schon längst, aber ich glaube nicht. Die war nämlich erst bei 3/4 ungefähr. Elsterplatz. Aber die Ansagen kommen hier bei den automatischen echt irgendwie ein bisschen durcheinander. Manchmal, ich verstehe nicht, manchmal kommt diese Ansage bei irgendwie, wenn Wunsch oder Wunschhaltestelle, hallo, bei Haltewunsch bitte drücken. Bitte. Keine Ahnung, ob das heißt, dass, wenn es eine Wunschhaltestelle ist, einmal normal bitte. Muss nur da angehalten werden, wenn jemand gedrückt hat oder wenn jemand da steht. Wenn es aber keine Wunschhaltestelle ist. Haltestelle, Nordspitze. Wenn es aber keine Wunschhaltestelle ist, wie jetzt die Haltestelle Nordspitze, da kommt es ja nicht. Da muss man zwingend immer anhalten. Ich weiß es nicht, aber. Macht ja eigentlich keinen Sinn anzuhalten, wenn keiner aussteigen will und keiner einsteigen will. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht. So, jetzt haben wir zum Beispiel da die Haltestelle am alten Bahnhof. Da müssen wir aber nicht anhalten. Weil es sind jetzt, wie gesagt, gerade alle eingeblendet. Alle Haltestellen hier. Nordspitze. So, Nordspitze, da kommen wir gleich hin. Haltewunsch, ja. Nächste Haltestelle, Lindenplatz. Hä? Dafür wäre jetzt aber das Navigationssystem ein bisschen falsch. Weil ihr seht, Lindenplatz ist hier. Und wir müssen das Navi sagen, so woanders lang. Gucken gerade mal. Aber ne, hier ist aber unsere Lindenplatz-Haltestelle. Keine Ahnung. Ach ja, das ist hier so ein größerer Bereich, und ist halt nur da einmal so Kennzeichen. So, das Navi sagt uns aber schon die richtige Strecke. So, wir sind aber auch von Omni-Navigation gewöhnt sind. Wobei, wir warten lieber mal, lassen erstmal durch. Sicher ist sicher, müssen uns keinen Unfall hier riskieren, weil das wäre dann auch unsere Schuld vielleicht. Könnte man noch so sagen. So, wobei, er hält an. Hä, aber ist hier rechts vor links eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nichts mit Vorfahrt wobei, doch, da steht er rechts vor links. Na gut. Aber er hat ja angehalten, fahren wir mal. Hätte natürlich auch anhalten können, um zu gucken, ob von rechts einer kommt. Und dann hätte er ja gefahren, weil er gedacht hätte, ja klar, wir müssen ja eh warten. So, gerade kein Gegenverkehr, das bietet sich gut an, um etwas mehr auszuholen. Sonst könnte man nämlich hier nicht, sonst würde man ohne Aufsetzen, ihr seht ja schon, wie nah wir jetzt hinten dran sind, sonst würde man ohne Aufsetzen erst gar nicht rumkommen. So, Haltestelle erreicht, Blinker gesetzt und Türen auf. Nächste Haltestelle, Dresdner Straße. Guten Tag. Guckt schon wieder, Wunschhaltestelle. Dankeschön. Alter, da steigen gerade viele ein. Ja, schon gut, dass wir im Gelenkbus unterwegs sind. Oh, ist zu warm. Ja gut, ich habe die Klimaanlage nicht gefunden. Also. Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Wieso sofort hier anfängt zu meckern, aber sofort regiert. Da fehlt doch noch Rückgeld. So, was wir aber machen können, ist... Ich weiß gerade nicht, Klimaanlage, wo war denn das? Ich weiß nicht, welche Taste das bei dem Bus war. Aber wir machen einfach mal hier... alle Dachfenster komplett auf. Steht aber auf Fahrzeug klimatisiert. Wenn der Busfahrer wüsste, wo die Klimaanlage ist. So, machen wir die Tür mal zu. Das reicht jetzt erstmal. Und weiter geht's. So, stopp. Und dann kommen wir... Alter, kommen da viele. Weiter will rum. Was macht der? Der fährt weiter. Wie sieht es rechts eigentlich aus? Rechts, dann kommen auch welche. Ah, ja, ja, das kann kurz dauern. Da will der gelbe VW-Bus nicht rein, aber nach dem gelben ist links frei. Rechts auch. Ach, da ist das Sportzentrum. Seht ihr es? Da würde man wahrscheinlich die Haltestelle Friedhof anfahren. Ich weiß gar nicht, ob wir die anfahren. Aber jetzt seht ihr auch, da ist das Sportzentrum, die Haltestelle. Alter, hier darf echt überall nur 30 fahren. Und das ist halt, wie gesagt, der Kurzläufer dann. Also wenn ihr in Lanzendorf losfahrt, könnt ihr auch nur bis dahin fahren. Ihr müsst also nicht bis Flugplatz fahren, wie wir heute. Guten Tag, die Dame. Genau, jetzt wissen wir, wo es ist. Können wir wieder alle Haltestellen, können also wieder nur die Haltestellen anzeigen lassen, nach denen wir auch anhalten wollen. Nächste Haltestelle,
Hüttenbachstraße. Wunschhaltestelle. So. Genau, Haltestelle Friedhof wird. Bitte den Knopf drücken. Haltestelle Friedhof, da werden. Guckt hier, da seht ihr an den Markierungen. Wir müssen hier den Autos, die in den Kreisverkehr reinfahren, erstmal Vorrang gewähren, bevor wir aus dem Kreis, bevor wir weiter im Kreisverkehr fahren dürfen. Was ja eigentlich so eher seltener der Fall ist. Meistens dürfen die Autos im Kreisverkehr weiterfahren, bevor neue in den Kreisverkehr reinfahren dürfen. Also im Kreisverkehr, die haben Vorfahrt und die außen müssen ja Vorfahrt gewähren. Nur genau, guck, bei den Kreisverkehren ist je nach dem Prinzip rechts vor links, weil die ja von rechts kommen, die hier in den Kreisverkehr reinfahren, haben die ja Vorfahrt. Und da blinkt man nicht mal, wenn er rausfährt. Gerade viele Kreisverkehre hier hintereinander. So, genau, hier links wird es jetzt zum Sportzentrum gehen. Noch ein Kreis? Nee, das ist kein Kreisverkehr. Nächste Haltestelle, Alte Kolonie. Da stehen hier viele, hier links viele Autos. Für Haltewunsch, bitte den Knopf drücken. Und es hat auch jemand gedrückt. Wobei das Alte Kolonie kommt erst danach. So, der Herr kommt vorgelaufen. Gucken, ob er vorgelaufen kommt, weil er ein Ticket will. Hallo. Guten Tag. Nee, wäre nicht. Gut. Dann kann es weitergehen. Doors closed, Straße frei, ab die Post. Wir nähern uns weiter unserem Ziel. So, jetzt geht's zur alten Kolonie. Ist auch nur 30, ne? Verstehe ich nicht. Ist echt fast. Ich glaube, hier war nur 30. Ich weiß aber nicht genau. So, auf jeden Fall verlassen wir jetzt hier Hüttenbach und fahren jetzt nach Langenfeld-Grunheim. So, können wir ein bisschen wieder mal aufs Gas treten. Sind jetzt auch so. Es stand noch keine Geschwindigkeitsbeschränkung da. Also eigentlich dürfen wir sogar 100 fahren. Oder kommt nochmal ein Kreisverkehr, aber ein größerer diesmal. Und das geht links lang. Guck mal, da steht jetzt auch so Dresden. Keine Ahnung, aber es ist eine fiktive Karte, wie gesagt. Aber hier steht jetzt Dresden. Vielleicht ist es eine fiktive Karte, die da in Ostdeutschland sozusagen spielt. Also halt da im Bereich Dresden und so. Aber es ist halt eine fiktive Karte. Also kein Gebiet, was jetzt in echt genauso gibt. So, der will raus. Blinker haben die aber nicht hier, wenn sie aus dem Kreisverkehr rausfahren. Machen sie nicht, ne? Ich guck, schon wieder müssen wir die reinlassen, wenn sie im Kreisverkehr rein wollen. Vielleicht blinken die einfach deswegen nicht. Aber weil die eh jemanden reinfahren lassen müssten. Keine Ahnung. So, da wartet sogar jemand auf uns. Und dann geht es gleich, so wie es aussieht, ein bisschen längeres Stück nochmal. Außerorts entlang. 80, wenn ich es richtig erkennen kann, dürfen wir da vorne stets. So, kommen Sie rein, die Dame. Hallo. Guten Tag. Oh, 4 Minuten Verspätung mittlerweile schon angesammelt. Naja, passiert. Wir haben auch viel warten müssen manchmal. So, und jetzt machen wir mal einen Kickdown. Gib mal ein bisschen Gas. Bis zur nächsten Haltestelle. Langfeld heißt die, das heißt bis zur nächsten Ortschaft. Ich weiß gar nicht, was die Vmax von dem Bus war. Höchstgeschwindigkeit. Weil ich glaube, der konnte eh nicht viel mehr als 80 fahren, ne? Und danach kommt schon die Haltestelle Flugplatz. Also noch 2 Haltestellen jetzt. Das war der 80, jetzt geht es auch ein bisschen bergab. Jetzt sind natürlich so ein langsam hier vor uns. Holen ist auch nichts. Nächste Haltestelle, Flugplatz. Next Stop, Airport. Kommt sogar hier auf Englisch die Ansage dann. Next Stop, Airport. Oh, hier sind davon viele. Jetzt kann man den gar nicht mehr bis zum Vmax fahren. Eieiei, was ist denn da vorne los? So viel Traffic. Ach du Scheiße. What the fuck? Warnblinker so. Stau. Hä, nicht mal ernsthaft, was ist hier los? Fließt zwar der Verkehr gerade, aber Alter, wie viele Autos hintereinander, so nah beieinander. Wo wollen die denn alle hin? Hä, jetzt geht's aber gerade wieder voll. Jetzt fahren wir wieder alle schneller. Alter, so viele Autos. So, da ist auch unsere Haltestelle gleich. Ja, kommt man noch langsamer, wobei es gibt einen Ort weiter rein, jetzt Langenfeld. Wünscht auch ein Kollege von uns, fährt schnell auch die 126. Ja, die Schilder nicht richtig, steht nur 126, weil ich die Hofdatei nicht drin habe. Bei den Bussen fällt mir, ist mir jetzt aufgefallen, erst während der Fahrt. Deswegen schildern die nicht das Ziel, nur falls ihr euch fragt, wieso. Und der Flugplatz ist auch schon direkt hier links, also wir sind gleich am Ziel.
Okay, und es geht zur Endhaltestelle, Leute. Gleich ist diese Fahrt, unsere erste Fahrt auf der Map Grunheim, auch schon wieder zu Ende. Kommt einer, aber der wartet ja hoffentlich. Und left. Im Gegenverkehr lassen wir natürlich noch durch. Kommt zu schnell angefahren. Und da wird es jetzt rausgehen nach Wilsdruff, Kreis Sachsen. Ja, also guckt, also scheinen wir hier irgendwie so im Gebiet Sachsen so zu fahren. Dresden, Ostdeutschland. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Unfall? Ja, warte mal, der ist doch schön. Nee, wo ist. Da ist der Unfall. Och, scheiße. Weil das Heck ausgeschwenkt ist. Alles fahren wir erstmal hier rum. Den müssen wir jetzt aber melden. Oh, da kommt sogar eine Ansage irgendwie mit Flughafen. So. Nicht reparieren. Hier. Ja, Warnblinker an. Gucken wie viel Verspätung. Nach 4 Minuten. Okay, das geht ja sogar noch. Jetzt haben wir 8 Minuten Verspätung. Aber wir sind an der Endhaltestelle jetzt gleich. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Genau. Und steht das vorne schon drauf. Und hier steht der Flugplatz drauf. Guck mal, hier steht Flugplatz. Und auf Englisch sagen sie dann hier Airport dazu. Nicht Airfield oder so. Keine Ahnung, wie das jetzt hier. Ob es jetzt wirklich ein größerer Flughafen sein soll oder nur so ein kleinerer Flugplatz. Aber hier ist halt nichts dargestellt, so ein Flughafen. Also steht hier nichts. Alter, das ist gerade eng hier für einen Gelenkbus. Das geht gar nicht ohne Aufsetzen. So, noch da vorne. Warte mal, hier links? Ja, hier links. Nicht geradeaus. So, kommt noch einer entgegen da drüben. Vorfahrt. Ist frei genug. Uiuiuiui, müssen wir gleich noch hier rein. Ordentlich manövrieren hier. Alter, das geht doch gar nicht ohne Schild mitzunehmen. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Ja, wie die Leute sich immer dann so gleich aufregen. Wir haben so gar keinen Sound, alles ganz ruhig. Wir sehen so, wie wir am Schild vorbeikommen und dann gleich. Lassen Sie mich sofort aussteigen, ich habe Körperverletzung und nächstes Mal fahre ich wieder Auto und so. So Leute, da ist die Auswertung. Wir kamen nur hier die letzten paar Haltestellen zu spät, sonst waren wir überall top in der Zeit. Fahrplan hat schon umgestellt auf die nächste Fahrt. Das Navi hat auch schon geladen, aber die Fahrt fahren wir jetzt nicht mehr. Denn damit sind wir an dieser Stelle ja auch schon am Ende von dieser Fahrt hier auf der unserer ersten Fahrt auf der Map Grunheim angekommen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann schauen wir mal, wo wir nächstes Mal unterwegs sein werden. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Fahrt auch wieder mit dabei oder einem anderen Video von mir. Bis dahin Leute, macht's gut, haut rein. Euer Line-Gamer 1. Ciao.